Genau, den Link, den Hoppelobster gerade gepostet hat, ne? Facebook von thelongdark.de, die deutsche Fanseite von The Long Dark, kann ich auch immer wieder nur empfehlen. Dort gibt es immer zeitnah alle notwendigen Infos, die man so braucht. Nee, Kratzfuss, ich habe keinen direkten Draht zu den Hinterland-Studios. Ich habe das gestern, glaube ich, irgendwo in einem Kommentar geschrieben. Ne? Ich bin ja echt da so ein Forenmuffel, weil ich immer Angst habe, dass ich ein bisschen gespoilert werde und ich versuche das immer im Rahmen zu halten. Ich sollte das aber wirklich mal angehen. Ich glaube, wir müssen da über den Hügel drüber, wenn mich nicht alles täuscht. Oder müssen wir dann nicht? Doch, genau, da müssen wir lang. Ja, sollte ich auf jeden Fall irgendwie mal tun. Ne? Also ich bin da nicht mal registriert, aber für eventuelle Fehlerberichte, wie gerade eben der Bug, der uns da passiert ist, für sowas wäre das natürlich ganz hilfreich. Ne? Was sowas betrifft, bin ich echt ein fauler Sack. Müsste man aber eigentlich mal tun. So, jetzt bin ich hier über den Hügel gegangen. Genau. Atme mal durch, Bernd. Und da ist der Fluss, zu dem ich wollte, genau. Nein, es gibt auf jeden Fall noch Bunker. Wenn die rausgepatcht werden sollten irgendwann mal, dann würde man das auf jeden Fall in den Patch Notes lesen. Ich friere? Nö. Ach, das bisschen. Ja, ich glaube auch, dass das nächste Update eher Richtung November kommt und nicht Ende Oktober. Weil es gab ja jetzt vor ein paar Tagen erst, ne? Das letzte Update. So, wir laufen den Fluss entlang unten Richtung See. Und diesen Bunker, mit dem Bunker spawnen tue ich mich echt schwer, weil ich den noch nie gefunden habe. So, wir laufen jetzt quasi direkt auf die Hütte zu. Und eigentlich müsste da auf dem Hügel theoretisch ein Bunker-Spawn liegen. Deswegen rennen wir hier mal rauf. Aber es ist natürlich auch echt immer eine Glückssache, ne? Ob man diese Bunker findet oder nicht. Ist halt wirklich Glück. So, eigentlich sollte hier irgendwo ein Bunker sein. Aber ich habe das ja eben schon mal erwähnt. Ich habe wirklich ein Problem mit diesen geografischen Karten, die richtig zu deuten. So, hier bin ich nämlich schon wieder viel zu weit. Glaube ich. So, und jetzt habe ich nichts mehr zum Sprinten. Keine Energie mehr zum Sprinten. Ja, diese Bunker-Spawns sind mein Fluch. Ja, ich hoffe auch, dass ich bald mal einen Bunker finde. Bunker sind echt nicht meine Freunde. So, ich renne jetzt hier nochmal rum und hier nochmal rauf. Na, komm schon. Komm, Bernd. Springen, Bernd, springen. So, jetzt kommt auch langsam schlechtes Wetter dazu. Was auch suboptimal ist. Ich wollte eigentlich versuchen, hier mal einen höheren Punkt zu erreichen, damit ich ein bisschen besser sehen kann, aber man kommt hier kaum rauf. Und das mit diesen Kanten ist irgendwie immer so ein bisschen, so ein kleines Risiko ist immer dabei, ne? So, jetzt wird es wirklich arschkalt. Jetzt wird es wirklich arschkalt. Minus 13 Grad. So,
Aber auch hier sind wir eigentlich nicht richtig, ne? Ich müsste eigentlich mehr darüber, wenn ich das richtig deute. Aber gut, ja, hier haben wir ja geguckt, ne? Hier ist nichts. Okay, dann wäre der nächste Bunkerspawn irgendwo in der anderen Richtung, also hier lang irgendwo. So, ich weiß, uns ist relativ kalt. Ich versuche mal eine Hütte anzusteuern. Der Wind pfeift durch unsere Haare, die wir hoffentlich haben. Mann, jetzt geh aus dem Weg. Blöder Zedernast, echt. So, wir müssen hier mal irgendwo Richtung Rand der Map. Da sind wir auch schon Richtung Rand der Map. Und hier gibt es einen schmalen Durchgang irgendwo. Und da dümpelt ein einsamer Ahorn-Schössling vor sich hin. Super, Gegenwind ist auch eines der nützlichsten Erfindungen hier in diesem Spiel. Also soll ja auch nicht nützlich sein, ne? Aber Gegenwind ist ätzend. Oh, guck mal, hier wieder hier durch den Schnee stampfen. So, eigentlich müssten wir hier mehr oder weniger direkt auf den Bunker zulaufen, aber auch das ist immer so eine Sache. Es ist wirklich ein Fluch mit diesen Bunkern. So, ich gieße mir gerade noch mal ein bisschen Tee nach. Ich bitte die Geräuschkulisse zu entschuldigen. So. Ein bisschen Zuckerli. Da ist mir irgendwo Zucker runtergefallen, da. So. Ja, Bernd. Ruhig Blut. Ich weiß, dir ist kalt. Halt einfach noch ein bisschen durch. Alles wird gut. Es sei denn, du stürzt jetzt wieder in irgendeine unsichtbare Spalte und stirbst an inneren Verletzungen. Das war bestimmt die Strafe dafür, dass wir im letzten Livestream versucht haben, die Schlucht runterzusteigen. So, hier haben wir Windschutz. Das ist auch super. So, und hier irgendwie in relativ unmittelbarer Umgebung könnte ein Bunkerspawn sein. Ha, Leute, seht ihr, was ich sehe? Wir haben einen Bunker gefunden. Ich würde vor Freude springen, aber leider geht das nicht. Also Bernd würde vor Freude springen. Ja, 50 Minuten überzogen, aber wir haben einen Bunker gefunden. Und zumindest in meinem Livestream seht ihr noch nicht, dass ich einen Bunker gefunden habe. Also zumindest sehe ich in meinem Livestream noch nicht. Hier, Bunker, ja. Apropos Klappe zu. So, wir genießen das jetzt mal kurz. Dass wir hier einen Bunker haben. Herrlich. Soll noch mal sagen, der Aufwand hätte sich nicht gelohnt. So, Tipps. Ist es ein Vorratsbunker? Ist es ein Waffenbunker? Oh. Okay. Lang genug gewartet. Ab in den Bunker. Ein Vorratsbunker, ja! Es ist aber leider ein kleiner Vorratsbunker. Also was heißt leider? Das klingt schon wieder so, als ob ich mich jetzt beschweren wollen würde, ne? Guck mal, ich mach mal Licht an. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Bunker gefunden haben. Auch wenn es nur ein Vorratsbunker ist. So, und jetzt sieht man mal, was hier abgeht, ne? Also Dosenöffner, Wasser. Was sind das hier? 10 Liter Wasser. Mal eben. Ne? Ein bisschen, ein paar Müsli-Riegel, Limo, jede Menge Zeugs. Hier nochmal Wasser, Dosenfutter, Vorräte, hier nochmal Wasser, Vorräte. Also. Rost haben wir auch. Können wir leider nicht mitnehmen. Aber man sieht, diese Bunker sind einfach prall gefüllt. Ne? Man hat ja noch einen Aktenschrank. Und das ist ein kleiner Bunker. Die gibt es nochmal deutlich größer und das ist der Wahnsinn. Ne? Ja, Laola, hey! So sieht es auf jeden Fall aus. Das ist schön. So, pass auf, wir nehmen das mal alles mit. Wir nehmen das mal alles mit. Und wir
Pass auf, ich mache die Laterne nochmal aus. Wir zerlegen jetzt mal die Kisten. Um mal zu gucken, ob sich dahinter noch was versteckt, was wir noch nicht gesehen haben. Hier, Stromlaterne mitnehmen. Ja, wie. Oh, nee, das sammle ich nicht ein. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob hinter den Kisten was versteckt ist. Wie viel Munition muss es dann in den Waffenbunkern geben? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann nur so viel sagen. Der Andy hat, glaube ich, berichtet, dass er über 100 Schuss oder sogar über 150 Schuss, ich bin mir nicht mehr sicher, aber man findet sehr viel Munition. Das Problem ist, man hat halt keinen Einfluss darauf, ob es wirklich ein Waffenbunker ist. Ne? Auch das ist halt random. Und ich glaube, es ist auch nicht so, dass wir jetzt hier einen Vorratsbunker gefunden haben und automatisch der Bunker im idyllischen Tal dann ein Waffenbunker ist. Ich glaube, das ist einfach random. So. Bernd meckert schon wieder, alles zu schwer, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich muss Pipi, ich will schlafen. Von daher, sich auf einen Waffenbunker zu verlassen, ist auf jeden Fall keine gute Taktik, glaube ich. Ja, also das ist auf jeden Fall der Bunker. Haben wir einen Bunker gefunden. Jetzt gucken wir gerade mal. Wir sind ganz schön überladen. Aber das liegt natürlich daran, dass wir 13 Liter Wasser mit dabei haben. Und das sind, ich glaube, das ist auch vollständig das Wasser, was wir hier gefunden haben. Bis auf einen Liter, den wir, glaube ich, im, ja, 12 Liter Wasser haben wir hier gefunden. Ne? Der 1 Liter aus dem Staudamm, den haben wir noch mitgenommen. Oder war das, bevor wir gestorben sind, im anderen Spiel schon von Bernd? Man weiß es nicht. Was? Sieht nach Vorratsbunker aus. Unterscheiden die sich von außen, Hoppelhopser? Also kann man das von außen schon erkennen, ob das ein Vorratsbunker oder ein Waffenbunker ist? Das würde mich jetzt interessieren. So, pass auf, wir versuchen mal ein bisschen Gewicht loszuwerden hier. Ja, da kann ich nichts zu sagen. Leiter. Ah, schön, wir haben einen Bunker gefunden. Ich bin froh, dass wir einen Bunker gefunden haben. So, ich habe schon lange nichts mehr von Mad Max gelesen. Mad Max, bist du noch wach? Bist du eingeschlafen? Freu dich doch mal, dass wir einen Bunker gefunden haben. Voll die Erwartungshaltung. Je nachdem, wo er spawnt, okay? Mika 2303 schreibt, je nachdem, wo er spawnt. Ach, das heißt, die Spawn-Punkte, also am Spawn-Punkt selbst kann man wissen, ob es ein Vorratsbunker oder ein Waffenbunker ist. So verstehe ich das. Kann man das so verstehen? RNV-Fan! Oh, super, das freut mich auch. Willkommen. Schönen guten Abend. Sehr schön. Jetzt hast du, du bist pünktlich da zum, ja, leider zum Ende des Streams gekommen. Wir haben einen Bunker gefunden. Das war das Ziel. Und ich geh noch mal rein, einfach weil es so schön ist. Ich wohne jetzt ab sofort hier. Na, wobei hier ist blöd, ne? Hier kann man kein Feuer machen. Kann man hier drinnen ein Feuer machen? Ist Zeltbunker als Innenraum? Auch eine blöde Frage, ne? Also wenn das so ist mit den Spawnpunkten, dass man am Spawnpunkt erkennen kann, ob es ein Vorrats- oder ein Waffenbunker ist, wäre mir neu, aber ich muss auch sagen, ich habe mich da echt nicht informiert. Ich weiß nur, dass es Spawnpunkte gibt und dass es Bunker gibt und dass es zwei verschiedene Arten von Bunker gibt und dass es vier verschiedene Größen von Bunker gibt, wie wir festgestellt haben.
Ah, okay, aber Hoppelhopser schreibt gerade auch Wulfi, dass sie sich nicht äußerlich unterscheiden, sondern dadurch, wo sie sind. Also scheint was dran zu sein. Kann ich wirklich nicht beurteilen, weil ich habe bisher genau zwei Bunker gefunden mit diesem hier. Und das waren beides. Ich weiß nicht mal, was der erste, also hier schräg gegenüber vom Lagerbüro, was das für ein Bunker war. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich meine, es wäre auch ein Vorratsbunker gewesen, aber da würde ich mich festlegen. Kann ich nicht sagen. Also da habe ich keine Erfahrungswerte. Dazu habe ich zu wenig Bunker gefunden in meinem The Long Dark Leben bisher. Aber ich freue mich, wir haben einen Bunker gefunden. Woo! Ja, da ich jetzt schon fast eine Stunde überzogen habe, würde ich sagen, wir machen jetzt dann auch hier mit diesem Erfolgserlebnis Schluss für heute. Ich hatte ja angekündigt bis 21 Uhr und jetzt sind wir schon. Ja, das stimmt, Hoppelhopser. Das stimmt. Wobei, das ist mir auch neu. In Höhlen kann man Felle trocknen, also in instanzierten Höhlen oder in Höhlen generell. Ja, weil so eine Bärenhöhle, da in der Bärenhöhle kann ich ein Feuer machen. Zumindest zählt sie dann so weit nicht als Innenraum. Ah, okay. Instanzierte Höhlen ist Innenraum. Ach, okay. Ja, okay. Okay. Wir suchen noch einen Bären. Ist ja gut. Wir suchen noch einen Bären. Aber das ist die letzte Amtshandlung. Bärensuche. Bei 4 Stunden Tageslicht. Super Idee, Leute. Super Idee. So. Bedeutet, und natürlich bei voller Überladung. Wir sind echt überladen, ne? Das macht eigentlich so überhaupt keinen Sinn. Warte mal, pass auf. Da ich diesen Spielstand nicht weiterspielen werde, bin ich jetzt einfach mal total dreist und lass mal hier so ein paar Sachen hier. Klamottentechnisch haben wir nichts gefunden. Hier zum Beispiel ablegen. Zack. So. Pass auf, dann trinken wir mal ein bisschen was. Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen, ja, ist ja nur wegen der Gaudi. Man kann übrigens einen Bären schießen auf Pilger, ne? Das geht schon. So, was haben wir hier? Guck mal, ein Antiseptikum schmeißen wir noch raus. Zack, bisschen Gewicht loswerden. So, viel Spaß, Freunde. Voll die Wasserflaschenparty. Okay, Bären, Bären, Bären. Ich würde den am Rätselsee nehmen. Vorausgesetzt, ich finde da jetzt relativ schnell hin. Ich glaube, ich laufe grob in die richtige Richtung. So grob laufe ich in die richtige Richtung. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier am Rätselsee kenne ich nicht wirklich viele Routen von Bären. Ich überlege auch gerade. Ich glaube, den einzigen Bären, den ich kenne, ist wirklich der am Rätselsee. Und bei dem weiß ich nicht mal genau, wo er lang geht. Da hinten muss ich rüber. Also, ich glaubte das, dass der Mr. Merp das im Stream gemacht habe, aber ich schließe mich Wolfie an. Das würde wirklich jeder Logik widersprechen, ne? Wobei andererseits auch wieder nicht, weil ich kann in der Höhle. Nee, doch. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So. Also, ich kann in der Höhle ein Feuer machen. Ich kann in jeder Höhle ein Feuer machen. Das wiederum deutet eigentlich ja darauf hin, dass ich jetzt hier am Haus des Pelzjägers bin. Oh. Entschuldige bitte. Und völlig falsch gelaufen bin. Ich bin sowas von falsch gelaufen, ne? Wie komme ich denn jetzt zum. Ja, egal, ich laufe.
Ich laufe da lang. Ich kann halt ein Feuer drin machen, ne? Und das wiederum würde dann eher als geschlossener Raum gelten. Oder ist geschlossener und Innenraum ein Unterschied? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe das aber ehrlich gesagt auch noch nie getestet, ob man da Felle trocknen kann. Habe ich wirklich noch nie getestet. Ja, Mine. Tja, keine Ahnung. Also, ich weiß nur aufgrund der Tatsache, dass ich in einer auch nicht instanzierten Höhle ein Feuer machen kann, hätte für mich jetzt erstmal darauf hingedeutet, dass es kein geschlossener Innenraum ist und ich deshalb da kein Feld trocknen kann. Deswegen wäre ich nie auf die Idee gekommen, das auszuprobieren. Das wäre meine Logik oder meine Herangehensweise gewesen. Wenn das wirklich funktionieren sollte, ist das für mich eine absolut neue Info, weil ich es auch wirklich noch nie getestet habe. So, ich muss grob hier rüber. Genau, da würde ich mich dann nämlich auch rein logisch Kratzwurst anschließen. Hätte ich jetzt auch gedacht. So, Höhlen und Minen sind eigentlich ja eher feucht, würde ich sagen. Ne? Ja, wobei bei der Mine bin ich da auch schon wieder fast anderer Meinung. Oder bin ich dann doch nicht anderer Meinung? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Ah, Wolfi meinte eher die Programmierlogik. Ja, mit Programmieren kenne ich mich nicht aus. Also, ist mein völliger Ernst, auch wenn ich ausgebildeter Programmierer bin, habe ich seit mehr als einem Jahrzehnt nicht ein einziges Wort programmiert. Also, das stimmt so auch nicht, aber nicht wirklich routiniert und professionell, sondern nur mal sporadisch als Hobby zum Gucken. So, ich habe völlig die Orientierung verloren. Ah, hier, Todesfall, super. Schon habe ich die Orientierung wiedergefunden. So, die Anwendung totes Holz kommt auch sehr früh. Wie man sieht, ich habe noch keinen Bären gefunden. Der nächste Stream ist heute in 2 Wochen. Also ich mache das immer alle 2 Wochen, freitags immer ab 18 Uhr. Das heißt, der nächste Stream wäre, was ist denn das für ein Tag? Man weiß es nicht. Ich habe gerade keinen Kalenderzwand. Doch, Moment, habe ich wohl. Eine Sekunde. Der nächste Stream-Termin wäre der 6. November. 6.11. ab 18 Uhr wieder.